Letztens ist mir eine Studie in die Hand gefallen und als ich die gelesen habe, war ich wirklich richtig schockiert, weil ja, für mich irgendwie wie eine Welt zusammengebrochen ist, weil sich so viel verändert hat, was ich geglaubt habe über das Leben der Frauen, wie die Frauen leben und wie sie sich dabei fühlen. Und als ich mir jetzt länger Gedanken darüber gemacht habe, habe ich gedacht, ich muss dieses Video aufnehmen, denn jede Frau muss diese Statistik kennen, um für sich ein Leben zu leben, was sie viel mehr erfüllt und glücklich macht. Und was in dieser Statistik steht, sozusagen, das erfährst du jetzt in diesem Video. Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Marina Hensel und ich freue mich, dass du jetzt wieder mit dabei bist. Denn meine Mission, mein Herzenswunsch ist, dich dabei zu unterstützen, persönlich und finanziell frei zu werden, weil ich davon überzeugt bin, dass das Geburtsrecht von jeder Frau ist. Und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema und ich weiß, ich habe es eingangs im Video ein bisschen spannend gemacht und zwar ganz bewusst spannend gemacht, weil als ich diese Statistik gelesen und gehört habe, habe ich mir wirklich gedacht, das muss in die Welt und gleichzeitig will ich deine volle Aufmerksamkeit, keine Ablenkung und nichts. Denn das ist etwas, wo ich wirklich gedacht habe, als ich das gelesen habe, wow, da gibt es einen riesengroßen Handlungsbedarf. So, und bevor ich dir jetzt aber erzähle, was es für eine Studie war und was da drinnen steht, möchte ich dich nochmal erinnern, den Kanal hier zu abonnieren und die Glocke zu klicken, dann verpasst du kein Video. Ich habe es heute irgendwie mit Klicken und B und P. Also, worum geht es in der Studie? In der Studie, ich glaube, ich habe das in der Süddeutschen Zeitung gelesen, weiß ich nicht, ist auch schon ein bisschen älter tatsächlich. Das ist mir so zugeflogen. Du weißt ja, wie so manche Dinge einem so zufliegen, zufallen. Ich glaube nicht, dass das Zufall war. Wo es wirklich darum geht, dass Forscher erforscht haben, dass wir Frauen zwar in den letzten Jahren, ich sage jetzt mal bewusst, seit ungefähr 1970, von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat, eigentlich auch von Woche zu Woche, mehr Freiheiten haben in unserem Leben, viel mehr Möglichkeiten haben zu entscheiden, was wir wollen, wer wir sein wollen, wie wir leben wollen. Und trotzdem sind wir wesentlich unglücklicher, als wir davor waren, als wir noch nicht diese ganzen Wahlmöglichkeiten hatten. Und das hat mich wirklich schockiert, weil ich immer gedacht habe, diese ganze Freiheit, die wir Frauen uns aufbauen, führt dazu, dass es uns besser geht, dass wir glücklicher sind, dass wir uns erfüllter fühlen. Und dann ist mir so bewusst geworden, eigentlich geht es nicht darum, dass wir jetzt ein Konto eröffnen dürfen, dass wir ohne unseren Mann zu fragen arbeiten gehen dürfen, dass wir nicht mehr reduziert werden auf Haushalt, Küche und was weiß ich, sondern dass es darum geht, überhaupt mal herauszufinden als Frau, wer bin ich denn überhaupt ohne dieses starre Konzept des Frauseins, was uns einfach über Jahrhunderte auferlegt wurde? Und was will ich denn überhaupt als Frau in meinem Leben? Wann fühle ich mich glücklich? Wann fühle ich mich erfolgt? Wie darf ich mein Leben gestalten, um in dieses Gefühl der Erfüllung zu kommen, um in dieses Gefühl des Glückes zu kommen? Und das ist eine Frage, die wir uns viel zu wenig stellen. Warum? Weil wir viel zu sehr damit beschäftigt sind, es anderen recht zu machen, Liebe zu bekommen, gesehen zu werden, uns irgendwie anerkannt zu fühlen. Und das ist das, was uns blind macht dafür, was wir eigentlich wirklich wollen. Und das ist das, was dann dazu führt, dass wir nur immer irgendwelchen Dingen hinterherlaufen, die uns Liebe und Anerkennung geben, weil wir einfach kein richtiges Fundament mehr dafür haben, was tue ich eigentlich mit meinem Leben? Ich habe alle Möglichkeiten. Vorher gab es diese Möglichkeiten nicht. Da wusste ich, was gibt es für mich zu tun. Nämlich zu heiraten, Kinder zu kriegen, in die Kirche zu gehen, zu kochen und was weiß ich was, ja?
ist schon länger her. Wobei, was heißt länger, ne? Eigentlich sind es 50 Jahre. Das ist noch nicht wirklich lang, wenn du überlegst. Bei den meisten, ne, die Oma oder die Mutter, die war da noch voll drin, als das so kam, ja? Mit dieser, ich sag mal, Befreiung oder wie auch immer. Und was es jetzt braucht, ist ein neues eigenes Konzept von Erfüllung. Was erfüllt mich? Was möchte ich wirklich in meinem Leben? Wie möchte ich leben? Weil ganz ehrlich, bei uns geht es natürlich auch bei Feminist immer viel darum, wie du persönlich finanziell frei werden kannst, wie du auch für dich dein Business erfolgreicher aufbauen kannst oder den Schritt in die Selbstständigkeit wagst, um in diese Freiheit zu kommen. Aber eigentlich sind das alles nur äußerliche Dinge. Weil das bringt dir nichts, wenn du dich jetzt selbstständig machst, weil du meinst, dann wärst du freier. Weil dann baust du dir trotzdem dein eigenes Hamsterrad, wenn diese Freiheit nicht von innen kommt. Es bringt dir nichts, wenn du Millionen machst und trotz alledem gar nicht weißt, wofür bin ich denn eigentlich da, was will ich denn eigentlich wirklich, sondern weil du nur vielleicht, keine Ahnung, am Funktionieren und am Hasseln warst. Weil das Prinzip für dich des Erfolges und des Geldverdienens war. Und ich glaube felsenfest daran, dass es jetzt an der Zeit ist, wirklich nochmal innezuhalten und zu sagen, was will ich wirklich? Wie will ich wirklich leben als Frau? Was erfüllt mich? Weil eine Sache ist klar und es ist immer im Leben, frag dich mal, wie es bei dir ist oder was du von außen beobachtet hast. Wir haben immer das Modell des Pendels. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, die Zeit, wo wir nur für Kinder kriegen, Haushalt und so weiter und so fort zuständig waren, da schlug das Pendel in die eine Richtung aus. Super krass. So, dann kam diese ganze Freiheitsbewegung, Frauen an die Macht und Feminismus und was weiß ich, ne? So diese ganzen Sachen, ich will es gar nicht bewerten, aber dann schlug das Pendel voll krass in die andere Richtung aus. Was es auch braucht in dem Moment, um sich zu befreien teilweise, ja. Aber was jetzt an der Zeit ist, ist, dass wir uns hier wieder einpendeln. Einpendeln und herausfinden, wer sind wir wirklich? Oder wer bin ich wirklich? Was möchte ich wirklich in Wahrheit für mich und nicht für andere? Um dann zu beginnen, sich die Anerkennung, die Liebe und die Aufmerksamkeit nicht mehr von außen die ganze Zeit holen zu müssen, indem er funktioniert, sondern vielmehr in der Lage ist, es sich von innen heraus möglich zu machen und zu geben. Und das wird uns erfüllen. Das wird uns emotional nähren. Und wenn wir emotional genährt sind, dann können wir auch andere emotional nähren. Und schon geht es uns allen viel besser. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, auf den ich kurz eingehen möchte, ist meiner Meinung nach auch der Aspekt des Vergleichens. Wir haben es leichter denn je, uns zu vergleichen. Wir müssen nur einmal Social Media aufmachen, ja? Und schon sehen wir 1 Million Bilder, Videos, Reels, was auch immer von Menschen, die gefühlt vielleicht den ganzen Tag am Strand liegen oder in ihrem Pool schwimmen oder die Happy Families sind, wo es nie Stress gibt und keine Ahnung was. Und du denkst dir, what? Was stimmt mit mir nicht? Warum habe ich ständig Stress mit meinem Mann? Warum habe ich ständig Stress mit meinen Kindern? Warum kriege ich das denn jetzt irgendwie nicht hin, beruflich aufs nächste Level zu kommen und so weiter und so fort? Aber eine Sache ist klar und eigentlich weißt du es. Das eine ist das Wissen, das andere ist das Spüren. Eigentlich weißt du, dass das natürlich nur eine Facette des Lebens ist, was diese Menschen zeigen. Und jeder hat ja seine eigenen individuellen Themen. Ne? Nur das ist etwas, was wir im Verstand verstehen. Nur das darf energetisch einfach auch nochmal, ich sag mal, bei dir durchfließen, zu sagen, hey, okay, jeder das Seine. Ich konzentriere mich drauf, was ich
in meinem Leben wirklich will. Weil dann kommt man auch aus diesem Gefühl des Unglücklichseins raus, weil man das Gefühl hat, es ist nie genug. Ich bin nie genug, ich habe nie genug. Andere sind viel besser, bei anderen geht es leichter, bei anderen ist es schöner und so weiter und so fort. Und wenn du das schaffst, dadurch, dass du wieder mehr zu dir kommst, mehr herausfindest, was du wirklich willst, wer du wirklich bist, wenn du es dadurch schaffst, auch diesen Vergleich, der dich runterzieht, den runterziehenden Vergleich, sag ich es mal genauer, abzuschalten, dann wirst du merken, dass es dir viel, viel besser geht. Aber weißt du, dafür musst du aufstehen, dafür musst du gehen, dafür musst du bereit sein. Es bringt dir nichts, jetzt dieses Video hier von mir anzuschauen und dir zu denken, ach ja, die hat ja schon irgendwie recht, und dann klickst du das Video aus und machst alles wie vorher. Es bringt auch nichts, die ganze Zeit, ich sag mal, vielleicht in einem Umfeld zu verharren von Menschen, die dich in deiner Kiste lassen möchten. Du brauchst ein Umfeld von Menschen, die open-minded sind, die sagen, hey, so viel ist möglich. Schau dir an, was du machen willst, und dann geh dafür. Ich glaube an dich, dass du das schaffen kannst. Wir gehen gemeinsam dafür. Und das ist genau dieser Tribe, diese Peer Group, die ich eben auch in der geschlossenen Feminist Facebook Gruppe aufgebaut habe. Frauen, die unglaublich bereit sind, für sich zu gehen, die keinen Bock mehr haben auf Kompromisse, die keinen Bock mehr haben, irgendwelchen gesellschaftlichen Normen oder Regeln zu entsprechen, die sich wirklich Stück für Stück daraus befreien möchten, um an ihren Kern zu kommen, an den Kern. Was will ich wirklich in meinem Leben? Ich und niemand anderes für mich, ja? Und wenn du spürst, boah, ja, da habe ich ein Calling, ich habe da Bock dabei zu sein, dann lade ich dich wirklich ganz herzlich ein. Komm einfach in die Gruppe dazu, feier mit uns, stell dich vor, hab eine geile Zeit und bekomme einfach durch die regelmäßigen Impulse, die ich da reingebe, mehrmals die Woche auch mit Live-Intensivtrainings, für dich nochmal ganz neue Ideen, wie du für dich dieses Leben auch so gestalten kannst, dass du kein Teil mehr der Statistik bist, dass du unglücklicher bist denn je, sondern dass du Teil bist der Statistik, die sagt, es war einmal die Zeit, als Frauen unglücklicher waren, obwohl sie mehr Freiheiten hatten. Aber das hat sich jetzt verändert. Also, wenn du Lust hast, dabei zu sein in der Gruppe, komm auf jeden Fall gerne rein, da freue ich mich. Ansonsten, ja, wie immer, hier unten draufklicken auf mein Bild, um den Kanal zu abonnieren. Hier rüber drücken, wenn du das nächste Video sehen möchtest, was dich auch dabei unterstützt, nochmal wirklich für dich herauszufinden, wie du dein Leben leben möchtest. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.